So, ihr Lupis da draußen, willkommen zurück zu Satisfactory. Tja, wir brauchen. Wir haben Sachen, die wir brauchen. Und zwar will ich ja unbedingt hier so einen Manufakturer bauen. Und da brauchen wir ja diese komischen Würfel. Und hier brauchen wir tatsächlich auch 25 von denen. Schwerer modularer Rahmen heißt das, Entschuldigung. Also wir brauchen modulare Rahmen. Wir brauchen Stahlrohre, Stahlbetonträger und Schrauben. Müsste eigentlich alles drin sein. Müsste alles drin sein. Außer wahrscheinlich die Stahlbetonträger. Weiß ich nicht. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben Stahlrohre. Die klauen wir einfach hier weg. Das ist immer so frei. Und hier haben wir die modularen Rahmen. Ja, die können wir uns einfach hier wegklauen. Ups, was ruckelt denn hier schon wieder so wie Sau? Ist ja Wahnsinn. Hier oben gibt es Stahlbeton und Schrauben. Schrauben, warte mal. Schrauben holen wir uns hier. Und Stahlbeton. Manchmal ist das Spiel sehr instabil, was halt so, also ruckelt halt. Es stützt nicht ab. Aber könnte besser sein. Oh, nur 5 Stahlbeton. Ja, die Stahlträger, die sind natürlich... die sind hier Mangelware. Ich sehe schon. Mit den 5 werden wir wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Wie viel brauchen wir denn für so ein Ding? 5. Na ja, gut. Hä? Was fehlt denn? Nix. Ach nee, da macht er 5. Okay. Aha. 10 brauchen wir. Das heißt, wir brauchen nochmal 5 davon. Ja. Müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie die Stahlproduktion hochkriegen. Ich glaube es fast nicht. Weil die ja hier schon okay ist. Also da kommt ja als mal was an, ne? Ich das sehe, aber der braucht halt... Der braucht da halt wie viele für eins? Ich hab schon wieder vergessen. 4. Okay. Und das geht hier auch ewig. Aber es sind immer wieder 4 da. Wieso untätig? Da waren doch 4. Hä? Verstehe ich nicht. Da kommen doch immer welche. Aber anscheinend zu langsam. Gut, jetzt hat er hier schon wieder 3. 6 pro Minute. Ja gut, der hat hier schon wieder 2. 2 Stahlträger. Jetzt kommt schon der nächste. Das läuft doch. Wir brauchen ja nur noch einen. Dann können wir wenigstens schon mal so eine Manufaktur bauen. Und dann geht es ja nicht mehr lange, bis hier das hier fertig ist. Bis das hier gemacht ist. Und dann können wir immer 25 von den Teilen für die alternativen, für den alternativen Flüssigkeitstransport machen. So wollte ich es haben. So, so, so. Und so, und so, und so. So. Hä? Das hat gar nicht gestimmt. Ich hatte schon 4. Ach, verdammt. Also wir müssen irgendwie die, die Stahlträgerproduktion erhöhen. Ja, mal schauen da hinten. Hätte ich bestimmt irgendwas vergessen, was man da mitnehmen muss, um irgendwas zu bauen. Kann ich hier was bauen? Nee. Kann im Hyperloop nicht was bauen. Juhu, piu, piu, piu. Da sind wir. So. Also hier muss irgendwie mehr Stahl kommen. Das hat so keinen Sinn. Eisenerz haben wir massig. Kohle haben wir nicht. Beziehungsweise... Doch, das ist ein MK2, da ist auch genug drin. MK2, das sind alles MK2-Förderbänder. So soll es ja auch sein. Aber hier führt halt noch eins wieder weg. Aber hier ist doch auch nochmal Kohle. Also ich müsste doch eigentlich hier genug Kohle haben. Wenn wir da jetzt noch einen hinmachen, der hier... Stahlbahn macht.
Das müsste gehen. Wir müssen halt hier wegholen. Und da. Oder ist hier noch was frei? Nee. Doch, hier ist noch einer frei. Können wir das auch hier hin machen? Okay, das heißt, wir brauchen hier einen Fabrikator. Hier sind aber auch massig Stahlbarren. Also hier ist genug. Hier sind so massig Stahlbarren, da kommt er gar nicht hinterher. Das heißt, wir könnten uns eigentlich auch hier welche wegnehmen. Der hat nämlich hier... Der ist ja untätig, das ist ja Quatsch. Und der soll halt hier hinten... Oder hier, von mir aus... Nochmal, Stahlträger machen. Ja. Also, Konstruktor. Einfach mal hier nebendran gebutzelt. Und hier bitte ein... Einmal was, wegmachen. Logistik. So. Einmal hier und einmal da. Und hier, weil dieser Stein da so wunderschön aussieht, geht das nicht. Ungenügend Materialien. Fehlt mir Beton für. Nee, ist klar. Beton fehlt. Auch toll. So, aber egal, wir haben jetzt schon hier ein paar Stahlbarren da. So, du sollst das machen. Da kriegst du ein paar. Jetzt fehlt mir aber hier genauso. Nee, fehlt mir kein Beton, tatsächlich. Nur gut. Strom fehlt. Flop. So, haben wir noch irgendwo ein Plätzchen frei? Hinten. So, dann kann der nämlich schon mal hier machen. So und so. Der hier macht einfach langsam. Können wir auch mal noch die Kohle reinhauen. Das ist aber... Ja, finde ich komisch, dass hier dann... Da wird jetzt halt mehr Kohle gebraucht. Okay, jetzt brauchen wir aber hier noch Stahl. Ne, wir brauchen einfach nur Beton, ne? Müssen wir halt nochmal zurück. Ist ja kein Problem. Dafür haben wir dann die doppelte Ausbeute an Stahlträgern. Und das heißt, es müsste auch doppelt so viel Stahlbeton kommen. Tja, die haben halt auch einen weiten Weg, der Stahl. Stahlbeton und die Stahlrohre haben halt auch einen weiten Weg hier. Tja. Gut, und wir machen ja auch noch diese komischen, nicht Geländer, wie heißt es, Gerüste da. Das kommt ja noch hinzu. So. Also hiervon haben wir ja genug. Ne, das nicht. Das hier. Machen wir 1000 mit. Weil dann können wir auch wieder irgendwas davon bauen, ne? Ne, das hier. Ja. Gut. So. Dann kommen wir nämlich da mit den Stahlbarren auch wieder hin. Das müsste doch dann auch erstmal reichen. Das geht zwar trotzdem eine Weile, bis wir da Stahlbeton haben. Aber wir können uns dann erstmal um die alternative Flüssigkeittransport kümmern noch. So, hier wollen wir natürlich die Stahlbarren hinhaben, die wir hier abzapfen. So rum. Nein, nix To-Do-Liste. So.
Und dann würde ich das hier aber noch zum MK2 machen. Dass auch hier schnell genug rauskommt, um die zwei hier zu versorgen. Das ist gut. Hauptsache, er hat immer genug da und das... Das sieht ganz so aus. War das laut jetzt? Gut. Das sieht doch gut aus hier, oder? Jetzt kommt hier schön Stahl, Doppelstahl. Da wird immer schön draufgelegt. Das staut sich auch nicht. Passt. Sehr gut. Gut. Dann machen wir uns mal an die Motoren, den Kunststoff und die 3000 Draht. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir und ich glaube, jetzt können wir dann auch vielleicht da oben schon durch den Stahlbeton. Wobei, wenn man da, wir brauchen jetzt noch, wie viel haben wir? Vorhin nicht gezählt. Verdammt. 6 haben wir, 10 brauchen wir. Das heißt 4 von den Dingern. Das heißt, wir brauchen 20 Stahlbeton. Richtig? Brauche ich auch immer 5. Junge, was der so mit sich mitschleppt. Ne, der Stahlbeton muss, der ist ja nicht leicht. Na, mal gucken, wie weit der jetzt da ist. Ich glaube, der hat wahrscheinlich noch nicht 20. Aber immerhin jetzt schon 13. Naja. Können wir ja schon mal was machen. Zup, zup, zup. Können wir mindestens mal schon mal wieder 2 machen. So. Jetzt brauchen wir sogar noch Rohre. Das haben wir auch hier noch. Oder sind da welche drin? Ich glaube nicht. Ne? Die kommen ja direkt wieder raus. Nee, die können wir uns hier holen. Lubik. Hier. Ja, holen wir uns wieder Rohre. Und dann holen wir uns hier gerade noch mal eben die 3000 davon, damit das weg ist. 1000, 2000, 3000. So. Lass mich vorbei. So, das können wir ja schon mal hier hin hacken. So. Kunststoff, ja, aber ich würde es gern so ein, einfach mal so einen bauen. Da geht nicht. Ja, geht nicht, weil da noch, fehlt halt noch Kunststoff. Haben wir jetzt Platz in unserem Inventar? Weil dann hole ich da hinten mal eben Kunststoff. Guck mal hier. Da gehen wir kurz hin, holen Kunststoff und Gummi. Das können wir bestimmt brauchen. Flöppen. Vielleicht können wir das auch einfach hier hinbringen. Dass man hier ein Container macht, so wie den. Oder beziehungsweise 2 brauchen wir da, ne? Machen wir 2. Guck mal, da passt sogar einer oben drüber noch. Ist ja auch cool. Ja, machen wir jetzt aber nicht. So, die sollen aber trotzdem... Nee, die kommen jetzt hier hin. Und sollen dann da reingehen. Einmal. Zweimal. Ne? So habe ich mir das gedacht. Schwuppdiwupp. Muss hier gerade mal runter. Jetzt ist halt doof. Ich kann jetzt nicht von da das mitnehmen, ne? Ich muss also von dem Ausgangspunkt das Fließband bauen. Ich kann es nicht andersrum bauen. Hier will mich alles vergiften. Kein Problem. So, mal sehen. Hier ist ja das Koks. Habe ich das? Die Raffinerie. Okay, die läuft. Hier haben wir Gummi. Und hier haben wir die
den Kunststoff. So, den nehmen wir jetzt erstmal mit. So, die Sache ist halt, hier wollte ich ja auch noch ein Dings bauen. Nee, hab ich ja auch. Das läuft ja hier runter. Eieiei. Ich will alles vergessen. Wie üblich. So. So, du sollst jetzt hier mit rot. Hallo? Ich hänge. Ich hänge im Baum. Ich kann nichts tun. Wo ist meine Kettensäge? Aber ich habe auch... Oh Gott. Das war denn... Was war das denn, ey? Im Baum festgehängt hier. So, dann können wir hier lang. Sag mal, ich hänge schon wieder. Was soll denn das? So, und jetzt ist die Frage... Oh, nichts passiert. Jetzt muss ich ja hier irgendwie runter. So, und dann müssen wir hier wieder hoch. Ich will ja hier hin. Oh, ich bin schon wieder way too weit. So, das reicht aber. Können wir hier hin und dann bitte nach oben. So. Dann haben wir doch schon mal auf jeden Fall den Kunststoff da. Und das same procedure machen wir jetzt noch mit dem Gummi. Ne? Kupfererz, jo. Das sieht ja aus hier. Im Boden entlang. Das wird jetzt mit dem ja genauso sein. Einmal da durch. So. Hier vorbei. Nee, da vorbei. So. Hier runter. So. Aber ich darf nicht im Weg stehen. Hier wieder hoch. So, perfekt. So. Jetzt können wir wieder zurück. Ich habe ja jetzt genug Kunststoff. Und dann schauen wir... Nein. Da lang. So. Weil dann fließt das nämlich mal ab. Der Kunststoff ist gut. Dann läuft auch dieses Kraftwerk oben. Die ganze Zeit mit diesem komischen Koks. Ach, schönes Viech. So. Jetzt wollen wir gerade mal eben kurz nochmal hier oben gucken. Den ganzen Stahlbeton holen. Dann reicht uns nämlich das, glaube ich, um endlich mal so eine Manufaktur zu bauen. Ich will einfach nur mal gucken. So. Jupp. So. Noch zwei davon, bitte. Geht nicht. Jetzt fehlt uns wieder Schrauben. Na, es ist doch. Schrauben haben wir hier nicht, aber da haben wir es da hinten halt. Da haben wir ja auch nochmal eine Schrauben... Produktion stehen. Hier. Das reicht. Die eine Seite Schrauben ist wieder leer und die andere Seite ist voll. Trotzdem kommen hier die ganze Zeit Schrauben an. Also wer so viel Schrauben produziert. So, einen noch. So. Jetzt haben wir davon 10.
So, und jetzt will ich hier mal einfach so ein Ding hinbauen, um mal reinzugucken, was das, was ich da brauche für Manufaktur. Ach, die ist ja groß. Ist ja ekelig. Gar kein Platz für hier. Da hinten, die ist ja richtig groß. Ich meine, nee, komm. Die baue ich jetzt dahin. Ich baue sie ja gleich wieder ab. Ich will jetzt nur mal schauen. Hier. Uah. Einmal hier hin. Ich wollte nur mal schauen, was diese Teile oben hier. Modularer Motor. Okay, da brauche ich einen Motor, da brauche ich Gummi und diese komischen Platten. Und hier. Oh Gott, da brauchen wir noch mehr. Da brauche ich Computer. Die ich auch nur hier machen kann. Und diese anderen Dinger noch. Platinen. So, Platinen können wir auf jeden Fall mal irgendwo machen. Okay, warte mal. Das kommt also wieder weg erstmal. Platinen. Die kann ich auch in einem Fabrikator machen. Habe ich das richtig gesehen? Warte mal. Was mache ich eigentlich hier? Hier mache ich Motoren, ne? Also die Motoren, einmal habe ich ja Motoren, die ich da brauche. Was hat da jetzt wieder so Lärm gemacht? Wer macht hier so einen Lärm? Okay, einmal habe ich Motoren. Und dann... Achso, was fehlt mir denn da jetzt wieder? Diese Rotoren. Ach, das ist doch immer dasselbe. Mei, oh mei, oh mei. Die hier. Wo hängt's hier oben? Eigentlich nirgends. Was du da? Geh runter von meiner Anlage. Was soll denn das? So, hier mal die Rotoren klauen von der Bahn. Wie viel brauche ich denn? 4 haben wir. So, ich wollte ja jetzt hier, dass so ein Ding hinbauen. Das ist doch nicht wahr. Fabrikator, der soll machen. So. Die hier. Da brauchen wir auch schon wieder einen Rotor. Ich überlege gerade, ob ich das einfach in die Halle hinten mache. Platine könnte ich auch in die Halle machen. Das ist vielleicht echt das Einfachste noch. Kunststoff haben wir nämlich da. Und die, das Kupferblech kriegen wir da hinten auch hin. Das soll nicht das Problem sein. Das Kupferblech haben wir ja da hinten. Schauen wir mal, wie wir das da hinkriegen. So. Kupferblech. Oh, Kupferblech. Hier. Hier bist du. Das da runterkriegen, das dürfte gehen. Das hier eigentlich hier für eine Bude? Also hier will ich es runter haben. Och, wir probieren es einfach mal. Wie wir das da runter kriegen. Also dich. Einmal hier rum. Der Boden ist zu steil immer hier. Dann geh doch wieder durch den Boden durch. So.
Also, wenn wir das hier nämlich... So, warte mal. Wir machen dann hier einen... Förderlifter. Nö? Hallo? Ah, da muss ich erst hier hinbauen. Ich sehe schon. Da müssen wir erst hier hinbauen. Irgendwie so. Dann... Ne, ich will nach unten. Ich will ja nach unten. Kann ich den auch nach unten bauen? Anscheinend nicht. Geht nur nach oben. Oder wie? Nee, ich will jetzt hier keine To-Do-Liste machen. Krieg ich das weg? Liste leeren. Da unten. Wie mache ich das? Ich habe halt keinen... Jetzt habe ich keine Maus mehr. Wie kriege ich diese Liste weg? To-Do-Liste. Hier, Liste leeren. So. Ist das ja blöd. So. Bin ich jetzt eigentlich total blöd? Es geht nicht. Ich komme nicht nach unten. Aber was mir ja der Phil noch geraten hat, das fällt mir jetzt gerade ein. Diese Wandhaken, die man da als Dings kaufen kann. Vielleicht kann ich die kaufen, die mit den Coupons. Weil damit komme ich da vielleicht eleganter runter. Da schauen wir doch gerade mal nach. Okay, wir haben keinen Coupon. Und ich habe auch keinen Coupon. Das ist natürlich ganz blöd. Aber ich glaube, er hat, gucken, was er gemeint hat. Hypertube-Befestigung. Das war's, glaube ich, nicht. Das hier ist es. Das wollen wir haben. Aber wir haben halt keine Coupons. Müssen wir es jetzt nochmal so irgendwie schaffen. Das Ding da irgendwie runterzukriegen. Ach. Blöd ist halt, dass man diesen Förderlifter wirklich nur in eine Richtung machen kann. Und nicht damit Sachen nach unten machen kann, sondern nur Sachen nach oben. Natürlich überhaupt blöd. Weil sonst müsste ich wieder hier mein riesiges, tolles Dings machen. Was ich auch nicht machen will. Also dieses komische Krumme hier. Aber wir schauen mal. Wir gucken mal, dass wir hier weiter runterkommen. Ungenügend Materialien tatsächlich. Okay. Uns fehlen Eisenplatten. Das kriege ich hin. Wenn ich hier nicht im Siff rumspringe. Eieieiei. So, Eisenplatten. Eisenplatten haben wir. Das soll wirklich nicht das Problem sein. Dann gucken wir mal, ob wir da runterkommen. Ich glaub's fast nicht, dass das so einfach funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wie üblich. So. Bis dahin ist es halt weit, ne? Das Förderband ist zu lang. Der Boden ist zu steil. Guck mal, da komme ich hin. Da war gerade was blau. Da! Okay, da komme ich so nicht hin, ne? Nee, da springe ich hier runter und sterbe. Aber ich habe doch einen Fallschirm. Ich habe doch einen Fallschirm. Easy. So. Wo sind wir denn? Hier irgendwo. Tja. Darf ich mal hier lang? Ich sehe es nicht, wo ich bin. Muss mal hier hochlaufen. Vielleicht sieht man es dann da genau, wo ich bin. Und dann kann ich da ja irgendwie...
an meiner tollen Konstruktion hier das sehen. Da? Kann das sein? Ja. Es hat auch gerade kurz gesnappt. Komm schon. Da. Snap. Nein, 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 nie. Ja. So, was jetzt? Boden zu steil. Da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Wollen wir mal runterlaufen hier ein Stück. Mal kurz runterspringen. Wieso bin ich jetzt hier durch? Das sah nur so aus, dass ich durchgesprungen bin. Bin ich gar nicht in Wirklichkeit. So. Haha. So, das ist doch jetzt schon mal nicht schlecht. Da kommen jetzt hier also die sag schon, die Dinger halt an. Die Kupferkabel. So. Weil dann kann ich nämlich hier Platinen machen. So. Wir machen gerade noch hier einen Lagercontainer mit Kantinen, mit Platinen. So. Und die sind ja hier unten. Was brauche ich? Kunststoff, ne? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Kunststoff, ja. Kunststoff. So, der Kunststoff, den müssen wir dann jetzt halt hier hochkriegen. Aus dem Container raus. Hier gibt es ja auch diese Durchbrüche, die habe ich aber auch noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal noch hier an der Seite hoch irgendwie. Kriegen wir hin. So. Nee, andersrum. Ja, von mir aus nach da. So. Achso, jetzt müssen wir hier hochgehen. Sonst kommen wir ja nicht hoch. Oh, die Tür ist jetzt aber auch nicht aufgegangen, oder? Oder? Oh, das ist blöd hier, dass das nicht an den Rand geht. So. Hallo. So, du kannst mal hier lang. Und zack. Perfekt. Jetzt bauen wir hier noch ein Dings hin. Ein Strommast und dann holen wir nochmal hier Strom. Och, das passt jetzt nicht hier, oder was? Scherzkeks. Müssen wir hier tatsächlich einen anderen Strommast bauen? nee, sowas. So. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall Platinen schon mal. Das ist doch schon mal was. Ich würde jetzt aber gerne noch vorher vielleicht das Zeug loswerden, was wir da haben. Vielleicht haben wir auch schon 100 Motoren. Oh Gott, die Folge ist ja schon wieder viel zu lange. Heieieiei. Ja, dann lassen wir das mal. Haben wir doch jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was gemacht hier, platinenmäßig was gebaut. So, ich wollte doch hier. Das war noch eben... Ach, die 10, ich weiß es nicht. Gucken wir mal das nächste Mal, ob wir das hier noch voll kriegen, alternativen Flüssigkeitstransport. Ich sag mal, Leute, macht's gut, bis dann.